Der kleine Brombachsee ist Teil der Fränkischen Seenplatte, liegt am beliebten Altmühlradweg und ist für Wassersportler und Sonnenhungrige das Ausflugsziel Nummer 1 in der Region. Und die alle müssen irgendwann mal. Dürfen aber heute nicht an der gewohnten Stelle. Denn die bisherigen Toiletten haben wir kurzerhand gesperrt und dafür unten am Wasser neu gebaut. Speziell ausgestattet für unsere Zwecke. Hallo. Müssen wir aus, bitte. Alles gut. Groß oder klein? Groß, klein. Ah, gut. Das ist übrigens eine der ersten Unisex-Toiletten im konservativen Frankenland. Gleichermaßen geeignet für Frauen, Männer und diverse, um sich zu erleichtern. Während die dann alle ihr Geschäft verrichten, machen wir uns an unseres. Wir ziehen das kleine Floß ganz unmerklich raus auf den See. Dann wird aus diesem stillen Örtchen ein echtes WC. Ein Wasserklosett. Bist du allein und ohne Glück? Ich bin zu Haus und mach mir Sorgen. Wann kommst du zu mir zurück? Hallo? Hey! Was machen Sie? Haben Sie das losgemacht? Nein, überhaupt nicht. Das war doch hier. Ja klar, und? Ja, jetzt sind Sie da. Ich hab gar nichts gemacht, ich war da drin. Ja, da drin war die Welt noch in Ordnung. Und beim Rauskommen ist dann plötzlich alles anders. Beim einen oder anderen dauert's allerdings ein bisschen, bis er den Ernst der Lage erfasst. Und die ersten Reaktionen fallen höchst unterschiedlich aus. Ich würde gerne wieder zurückkommen. Ich rufe die Polizei. Hat das nicht funktioniert? Sie müssen zurück. Ja, wie? Nehmen Sie so ein Gummiboot. So ein Gummiboot, sehe ich so blöd aus, oder was? Die Frau wartet da hinten und sie weiß nicht, wo ich bin, ne? Was für ein Scheiß ist das? Hier ist erstmal ein fettes Dankeschön an die Kollegen von der DLRG fällig. Die ziehen nämlich immer wieder unbemerkt die Toiletten weg vom Ufer. Hey! Hallo! Hey, was haben denn Sie gemacht? Ich weiß noch vom Klo. Haben Sie das Seil gelöst? Ich hab überhaupt nichts gelöst. Was machen wir denn jetzt? Im Nachbarhäuschen sitzt Lockvogel Olli und wartet auf seinen Auftritt. Vielleicht kann der ja weiterhelfen. Was schreien Sie denn so rum? Ja, da bin ich jetzt doch draußen. Ja, was ist da jetzt los? Was haben Sie gemacht? Das war's doch ich. Was? Ich hab nicht überhaupt nichts gemacht. Ich war im Scheißhaus. Ja, ich auch. Das ist eine Frechheit, ist das, oder? Ja, das darf ja nicht passieren, weil ich habe ja hier. Ich hab da extra einen Zwick gegeben. Bitte? Bitte? Du gibst extra Geld, dass du auf Scheißen gehen kannst. Verstehst du noch? Bist du draußen am See? Ich möchte an Land zu meinem Fahrrad. Ich muss nach Hause. Ich verstehe Sie leider nicht. Sag mal, bin ich bei Una Deppen oder was? Also. Er versucht's mit Paddeln. Und hopp, 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 hopp. Aber Sie müssen in die Richtung paddeln. Ah, das stimmt, wir müssen in die Richtung. Die zwei paddeln leider gegeneinander. So ist gut. Jetzt geht's. Jetzt kommen wir voran. Von wegen. Er hier hat Olli bis jetzt noch nicht kennengelernt. Ja. Haben Sie das losgemacht? Ja, wo ist jetzt der Steg? Ja, ich hab's losgemacht. Sie haben's losgemacht? Nee. Ja, aber Sie paddeln uns doch irgendwo. Wer schreit doch, ich soll paddeln. Wer? Der da drüben.
Sie sind ein Team! Sie sind ein Team! Sie können mit paddeln, fertig? Ja, können Sie schwimmen? Nee. Ja, ich auch nicht. Ja, sehen Sie, müssen wir zusammen paddeln. Er kann schwimmen, aber sein Handy nicht. Immerhin, er traut sich. Und eins, zwei, Sie haben's gleich. Drei, vier. Die beiden arbeiten noch an einer Lösung. Also paddeln Sie mal und ich mach kurz fertig. Ja, mach Sie fertig. Weil so weit kann ich nicht schwimmen, ich hab Seepferdchen, das ist viel zu weit. Ich auch nicht. Oh, bitte paddeln, ich höre noch nichts. Ja, dann machen Sie Ihr Geschäft. Paddeln, bitte paddeln Sie. Ich war da für ein Kollege. Ich krieg jetzt echt zu viel. Aber Sie können doch schwimmen. Und wenn Reißen Sie mich... Reißen Sie mich bitte jetzt nicht. Ich rufe die 110 jetzt an. Ganz genau, die 110, die direkte Durchwahl zu Verstehen Sie Spaß. Verstehen Sie Spaß? Wo denn? Wo steht? Nein. Haben Sie mich jetzt reingelegt? Nee, Sie nicht. Er mich. Genau so ist es. Herzlich willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß. Ja, und jetzt dürfen Sie lachen. Da ist eine Kamera. Wo ist er? Da winkt er. Bus. Ja, verstehen Sie Spaß. Ja, okay. Na, Spaß. Na! Okay, danke. Auf jedem dieser sechs Schlauchboote lasten ca. 750 Kilo. Es soll für unsere Klobesucher ja alles safe sein und sie sollen vom leichten Seegang gar nichts mitkriegen. Zur Sicherheit haben wir am Drehtag nochmal alle Schlauchboote gleichmäßig aufgepumpt, und zwar von Hand.